Wir machen uns auf den Weg zur Schule. Nichts hält uns auf. Wir rennen, denn wir möchten unseren Freunden helfen. Wo war der Weg? Ist das der richtige Weg? Wir müssen an der Hütte vorbei, über die Brücke, zur Schule. Hier ist schon mal die Hütte. Wir sind auf dem richtigen Weg. Noch immer können wir die Axt nicht benutzen. Es ist ein Fluch. Trotzdem entschlossen gehen wir weiter. Gehen über die Brücke, die wir einst reparierten. Uns geht's nicht gut. Wir hören Laute. Der Computer laggt. Er ruckelt und funktioniert wieder einwandfrei. Okay, wir machen weiter unseren Weg und gehen zur Schule. Wir müssen die Energie wieder einschalten. Das Tor muss aufgehen. Geh auf! Okay, das Licht ist schon mal wieder an. Hier gibt's einen Schalter, der das Tor öffnen sollte. Wir drücken rauf. Unter lautem Ächzen öffnet sich das Tor. Wir betreten das Schulgelände. Ein Pförtnerhäuschen mit einer zweiten Reporternotiz. Hinter uns schließt sich das Tor. Wird es sich nochmal irgendwann öffnen? Wir können nur hoffen. In den Aktenschrank finden wir nichts. Eine zweite Reporternotiz. Der Reporter versucht auch, auf das Gelände der Schule zu gelangen. Auch er hatte das Problem mit dem Haupttor. Er suchte auch einen Weg in das Gebäude. Hier im Pförtnerhäuschen fand er Schlüssel. Er fand das doch ein bisschen sehr einfach, dass es so leicht ging. Naja, wir werden sehen. Okay, unsere Taschenlampe funktioniert. Für den Ernstfall werden wir sie brauchen. Also sparen wir uns die Energie der Taschenlampe auf für dunklere Zeiten. Okay, das ist der Platz, an dem die Busse eintreffen. Wir gehen weiter in Richtung Haupteingangstür. Dort oben ging gerade ein Licht aus. Ist das für uns relevant? Ist schon jemand da? Ziemlich sicher, unsere Freunde haben geschrieben, dass sie hier eingeschlossen sind. Aber wer hat sie eingeschlossen? Wir nicht. Pflanzen überwuchern die Tür. Kommen wir hinein? Fehlanzeige. Und so gehen wir um das Gebäude und suchen einen anderen Weg hinein. Hier haben wir weniger Glück. Oder vielmehr genauso wenig Glück wie vorher auch. Wir rennen. Und wir werden ermahnt, auf dem Gang wird nicht gerannt. Okay, wir mäßigen uns. Laufen langsamer. Gehen um das Haus. Finden nur Müll. 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 Aussichtslos, denken wir. Und finden erneut ein Tor. Es bringt uns auf einen Teil des Schulhofs, der wohl für die Pause bestimmt war. Hüpfspiele sind mit Kreide auf dem Boden gezeichnet. Umschläge, die durchsifft sind von irgendwelchen Flüssigkeiten. Ein Basketball auf einem Spielplatz. Mehrere Basketbälle. Verwitterte Spielgerätschaften. Zu Hunderten haben hier Kinder ihre Pause damit verbracht, auf, federbehafteten Schaukeltierchen über den Schulhof zu reiten. Das ist aber schon lange her. Wir rennen durch die Schaukel, sie schlägt uns nicht mal gegen das Knie.
Wir leuchten die Schule aus. Und machen die Taschenlampe wieder aus. Wir müssen Batterien sparen. Wir möchten unsere Freunde finden. Und wir betreten die Schule. Wir bekommen eine Nachricht. Wir schrieben: Ich bin drin. Wo seid ihr, Jungs? Wir nutzen das Licht von unseren Telefonen. Und die Batterie ist fast leer. Wir haben ein bisschen Farbe in einen der Klassenräume gefunden und haben Pfeile gemalt. Daran sollst du den Weg zu uns erkennen. Okay. Search for your friends. Wir suchen nach unseren Freunden. Freundlicherweise, anstatt hier am Eingang zu warten, haben sie Pfeile an die Wand gemalt. Wollen sie uns doch nur verarschen? Wollen sie einen traumatisierten Ex-Marine so sehr verladen? Wir öffnen eine Tür. Wir öffnen eine weitere Tür. Wir kommen in ein unhygienisches Klo. Und ich bin froh, dass es keine Geruchskomputerspiele gibt. Dass uns dieser Geruch erspart bleibt. Wir finden nichts außer Klopapier und Dreck. Was ist das? Ein Kanister. Wir können ihn noch nicht benutzen. Hallo? Darf ich stören? Ich bin der Neue. Wir finden eine Notiz. Die dritte Notiz vom Reporter. Er ist der Meinung, dass er nicht der Erste war, der nach den Morden hier war. Denn Vandalismus, Graffiti und Müll sind hier schon vorhanden. Okay. Er hat langsam den Verdacht, dass diese giftige Müll-Story nur ein Vorwand ist, um Sachen zu vertuschen. Ob er damit recht behielt? Wir finden weitere Türen. Hier haben wir den Matheraum von Mr. Hopkinson. Schauen wir uns an. Hallo? Mr. H? Wir sind's. Also wir? Ich meine ich? Ich hab doch keine Ahnung. Eine geologische Karte. Nein, eine Matheraum. Wir werden stutzig. Klassenregeln. Irre. Hier ist ein Fragezeichen. Irgendwas. Ach, der Beamer. Der Beamer scheint an zu sein, die Tafel zu beleuchten. Obwohl. Die Schule ja schon lange verlassen ist. Der Rechner scheint an zu sein. Wir schauen mal nach. Hallo? Können leider nichts damit anstellen. Okay. Wir schauen uns weiter um, decken belanglose Notizen und finden nichts. Okay. Dort ist noch eine kleine Schachtel, die auch nichts für uns beherbergt. Wir verlassen den Raum wieder. Wir schließen die Tür und hören Geräusche. Jugendliche hatten scheinbar Spaß, diese verlassene Schule zu besuchen, sie mit Graffiti zu bemalen. Was? Jetzt gehen die aber ein bisschen weit. Mr. McIntosh. Noch ein Matheraum.
So, wer hat geklopft? Would they do this for you? Würden sie das für dich tun? Ja, jetzt ist die Frage. Boah, ich hab total Gänsehaut. Jetzt ist die Frage. Würden die unsere Kumpel uns wirklich so sehr verladen? Oder ist hier irgendein Irrer, der genau damit spielt, dass wir das denken? Wir wissen es nicht. Wir hoffen, es sind die Freunde. Algebra. Ein jeder Schüler liebt es. Oh, wir finden... Was finden wir? Teacher Report. Okay. Handelt es sich um eine Beurteilung eines Schülers? Er scheint nicht der Beste gewesen zu sein. Zumindest nicht in allen Fächern. So, wir verlassen den Raum. An dessen Tür unerklärlicherweise jemand geklopft hat. Denn drin befand sich niemand. Zumindest für uns nicht ersichtlich. Wir gehen weiter. Sparen Energie. Wir müssen unsere Freunde finden. Wir müssen ihnen helfen. Noch ein Matheraum. Noch ein Matheraum. Mr. Rukas. Wir gehen zu Mr. Rukas. Die Tür zu Mr. Rukas Matheraum ist verschlossen. Wir versuchen es an der anderen Tür. Auch die ist verschlossen. Wir kommen nicht hinein. Der Fall bedeutet uns, wir müssen nach rechts. Doch was verbirgt sich in diese Richtung? Wir gehen erst nach links. Wir wollen alles entdecken. Wir müssen sicher gehen, dass die Freunde nicht hier sind. Oh Gott, ein dunkler Raum. Mein Herz rast. Scheinbar nichts von Bedeutung. Vandalismus, wohin das Auge blickt. Aber wir fragen uns, wenn die Schule geschlossen wurde, warum wurden Wertsachen wie Computer nicht entfernt, ausgeräumt? Please don't unlock onto a computer and begin from where you last left your work. Brian Drillage and Crest Dealer, please report to Principal Speaks. Okay. Also der Direktor der Schule heißt wohl Beaks. Gut, wir verlassen den Raum. Schließen die Tür. Storage Room. Okay. Der Storage Room ist mit einem Passwort oder mit einer Zahlenkombination vielmehr gesichert. Wir werden vorerst nicht reinkommen, denn wir kennen sie nicht. Close. Gehen weiter den Gang hinunter. In Richtung der Beschreibung. So. Wir haben einen weiteren Raum. English Room. Mr. Winrow. Auch hier ist es sackdunkel. Wir müssen mit Taschenlampe hinein. Oh Gott. He still runs these halls. Get out while you still can. Er bewegt sich noch immer in diesen Gebäude, in diesen Hallen, in diesen Räumen, in diesen Gängen. Sieh zu, dass du hier noch rauskommst, so schnell du kannst und vor allem so lange du noch kannst. Wir öffnen die Tür, gehen wieder hinaus, schließen sie direkt hinter uns in der Hoffnung, dass der potenzielle Mörder keine Türen öffnen oder schließen kann. Denn vorhin hat er auch geklopft. Science Lab von Mrs. Andrew ist geschlossen, wir kommen nicht hinein. Dort haben wir erneut Räume. Security Room. Ah, gesichert mit einem Zahlenschloss. Verdammt, auch dort kommen wir vorerst nicht rein. Noch ein Computer Lab von Mr. Sterling.
Auch das ist verschlossen. Oh Gott. Wir sehen Taschenlampenbewegungen. Da vorne ist jemand. Wo ist derjenige? Okay, wir werden ihn jetzt so schnell nicht verfolgen können. Wenn wir nicht wissen, wo er hin ist. Okay. Die Toiletten sind verschlossen. Wir suchten vergebens. Müssen uns auf dem Gang erleichtern. Okay, hier haben die Jungs wohl Farbe gefunden. Aber wo sind sie jetzt? Warum bleiben sie nicht an einer Stelle? Okay, hier geht es weiter hinauf. Damit warten wir vorerst. Gehen erstmal in diese Richtung. Wir müssen alles untersuchen. Okay, der Fall bedeutet uns, wir müssen die Treppen hinauf. Door locked. Okay, dort kommen wir nicht durch. Von hier kam der Taschenlampenschein. Wir schauen, ob wir irgendwo eine Tür finden. Okay. Storage Room. Wir finden Fässer. Vielleicht mit dem benannten Giftmüll. Es ist nur ein Fragezeichen darüber. Können Sie aktuell nicht benutzen. Okay. Art Room. Von Miss Grant. Mr. Grant. Die Taschenlampe haben wir wieder ausgeschaltet. Wir müssen Strom sparen. Wir müssen unsere Freunde finden. Wir müssen ihnen helfen. Doch wo sind sie? Sind unsere Freunde? Das gleiche Bild war in der Hütte. Das auch. Dieses psychedelische Gekrakel. Okay. Wir gehen weiter. Wir haben die Suche noch nicht aufgegeben. Wir können nicht aufgeben. Kindergarten. Okay, dort geht's. Zu den Kleinen. Aber es ist verschlossen. Hier prangt ein großes A. Ah, ist auch ein Treppenhaus. Auch hier gelangen wir nach oben. So, ich schließe vorerst die Treppe. Und mach sie wieder auf. Und geh nach oben. Wir müssen wissen, was hier los ist. Wo sind unsere Freunde? Verdammt, der Gang ist blockiert. Wir kommen nicht weiter. Wir müssen zurück und dem Pfeilen folgen. Wir haben keine andere Wahl. Need Crowbar. Anders können wir diese Spinde nicht öffnen. Also eine Brechstange. Zur Erklärung, was ein Crowbar ist. Wir gehen den Gang entlang und gehen diesmal folgsam in Richtung des Pfeils. Wir öffnen abermals eine Tür, gehen die Treppen hinauf. Treppenhaus B ist frei, wir kommen hoch. Aber was ist das? Wir brauchen eine Keycard. Verdammt. Das wäre zu einfach gewesen, scheinbar. Eine Notiz. Eine weitere Beurteilung. Okay. Was machen wir jetzt? Geh einen Schritt zurück, schließe die Tür und werde die heutige Aufnahme beenden. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Gehabt euch wohl.